Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zur letzten Folge von Good Old Times Season 1 mit SimCity 4. Wie versprochen werden wir jetzt ein paar Mitfahrten machen, gerade das hier. Ich weiß nicht, entweder verdächtige Ambulanzfahrer oder ausgerutscht auf Lama-Mist. Das gibt Minusbewertungen. Dann kriege ich da bestimmt auch wieder was Böses, aber ich merke mir jetzt, dass ich den verdächtigen Ambulanzfahrer schon gemacht habe. Irgendwie merke ich mir das jetzt. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber... Sirenen an Enter. So, wo müssen wir denn hin überhaupt? Ich kenne mich hier in meiner Stadt schon gar nicht mehr aus. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Ey. Fuck. Oh ja, an der Kreuzung muss ich immer aufpassen, wo sie hinfahren. Okay, das kriegen wir hin. Oh je, hier oben kommen wir dann... Kommen wir in den Industriebereich. Ey, was ist das jetzt? Oh, wo muss ich jetzt hin? Jetzt schnell zum Anwalt. Oh, dann habe ich es, glaube ich, schon gemacht. Au, fuck. Ich glaube, ich habe das dann schon gemacht. Oh nein. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich glaube, ich krieg da gar nichts. Ein Gerichtsgebäude. Das muss ich erst gucken, ob das Einnahmen oder Ausgaben macht. wo ist denn das? Universität? Monatliche Kosten. Was ist da? Ist es für dich immer noch? Fabian Fliegler. Ich spar's mir noch auf, weil wir sind hier gerade. Ja, ziemlich am Rande. Jetzt Moment. Florian Fiedler. Die wohnen ja direkt nebeneinander. Ja, dann wohnst du jetzt halt irgendwo anders. Dann wohnst du jetzt halt hier. Mein Gott. Und wo ist deine Arbeitsstätte? Arbeitslos? Geschäftsführer, ne? Siehst du? Aber was ist mit dir? Simpson AG? Warum wohnt ihr beide Dackel da hinten, Alter? Ja, du kriegst hier die Villa. Und du bist... Was habe ich denn hier alles noch im Angebot? Geschäftsführer. Flachs Maschinenbau. Warte mal, wir haben doch hier... Guck mal! Du schaffst es da direkt gegenüber. Das habe ich schon gemacht. Sag mal, wie viel gibt's denn da gerade? So, was hat sich eigentlich aus dem hier hinten gemacht? Ja, noch nicht so viel. Sie wollen kein Hightech. Okay, was ist, wenn wir die Steuern für Hightech runternehmen? Annehmen.
die nehmen wir mal hoch. So. Dr. Wu klaut Bus haben wir auch schon gemacht. Jetzt können wir gerne das Gerichtsgebäude machen, weil jetzt haben wir deutlich mehr, ja. Die Universität ist natürlich auch noch so ein Ding. Wo bauen wir das überhaupt hin? Die Zonen bitte. Boah, das muss, ich wollte gerade sagen, das ist aber ein Riesenanlegen hier. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn? Das ist noch riesiger, dann würde ich es ja schon fast hier oben irgendwo reinbauen. Zack, so. Ihr seid arbeitslos, das heißt... Ihr wollt schwaches und starkes Gewerbe, okay. Also das und das. Okay, das ist ja annehmbar. Das ist wirklich annehmbar, das heißt... Es ist die Frage, in welche Richtung wir expandieren. Ob wir jetzt... Was ist das denn? Ob wir uns jetzt auf die andere Seite der Autobahn begeben? Oder ob wir hier weiter nach oben bauen? Und ich würde fast schon sagen, dass wir auf die andere Seite der Autobahn gehen. Tatsächlich. Hier kann nicht gebaut werden. Kann das hier gebaut werden? Ja, okay. Jetzt brauchen wir so eine Abfahrt. Die kommt hier hinten einfach nochmal hin, würde ich fast schon sagen. Ist ja richtig teuer. Was? Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich auch nicht. Ja, oder? Möchte ich da eine Auffahrt bauen? Ja, könnte man eigentlich auch machen. Oh, jetzt ist die Autobahn auch weggegangen. Sag mal. Gut, dann machen wir das. Ja, ja. Sehr schön. Und dann würde ich es schon fast ein bisschen anders aufbauen. Und zwar, Moment, Straße. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Straße. Geht nicht. Hölle. Geht hier Straße? Nein, geht auch nicht. Erst hier geht wieder Straße. Dass wir das so weiterführen, ich sag mal bis hier. So, hier kommt eine Verbindung nach außen hin, selbstverständlich. Dann haben die noch so eine Zwischenstraße rein. So, und jetzt muss ich nochmal gucken. Also Attraktivität ist okay. Ihr möchtet mittleres und hohes.
Mittleres. Oh. Starkes. Hey, was ist jetzt los? Ich will natürlich alle Verbindungen nach außen. Die Autobahn geht nicht. Hallo? Ah, doch, geht. Wunderbar. Dann würde ich ja schon fast sagen, dass hier eine Mautstation hingehört. Boah, krass, brauchte ich so viel Platz. Ja, nee, dann lassen wir es immer weg. So, ihr braucht noch starkes Industriegebiet. Habt ihr noch hier oben? Oder ist es euch zu klein? Das kann natürlich auch sein. Das heißt, ihr bekommt mal dieses Feld hier hinten. Und dann bekommt ihr hier von mir noch schwaches Wohngebiet hingesetzt. So. Müssen wir da nur noch das Wasser rübergeben. Und dann würde ich mal in diese Richtung expandieren. Und ich würde sogar hier diese Allee noch kurz fertig machen. So. Genau, und auf die Seite. Oder was wollen sie noch? Mittleres. Wie sieht es damit aus? Ist auch okay, gut. Dann bekommt ihr nämlich hier noch Mittleres. Oder Durchschnittliches, oder wie das immer heißt. Gut, alles mal gemixt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Das ist natürlich immer noch ein Nadelöhr. Der ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 breit. Fünf mal fünf, weil dann könnten wir den... Moment, bevor die da oben anbauen. Würde ich doch glatt den hier oben reinbauen, weil dann hat er ein Feld für sich. Dann kann ich die Allee hier weiterführen. Das ist perfekt. Und dann kriegt ihr hier noch schwaches Gewerbe. So, da musste ich einen kurzen Cut machen, aber es geht auch gleich weiter. So, jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wie sich das entwickelt? Ihr seid arbeitslos, sehr gut. Wäre natürlich nicht so gut. Cool, die Wasserverschmutzung ist auf Null unten. Jetzt ist es bloß noch die Luftverschmutzung. Oh yeah. Auch tatsächlich, ihr reduziert hier den Müllberg, das finde ich natürlich sehr geil. Wie zum Teufel kriege ich die Luftverschmutzung runter? Die wird ja immer höher! Puh.
Was haben wir hier unten? Socke in der Stadt, das haben wir doch schon. Testfahrt. Na gut. Erstmal umdrehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hä? Hallo? Aha. Frage ist ja beantwortet damit. Kassiere das Schutzgeld. Was für ein Schutzgeld? Haben wir hier etwa eine Mafia-Gruppe hier bei uns in der Stadt? Hab ich dort oben auch Gewerbe? Oh, jetzt wird's gefährlich. Industrie. Oh, die LKWs hängen ihren Hänger ab, wenn sie Sirenen hören. Das ist natürlich, das kann tödlich enden. Habe ich hier oben Gewerbe hingemacht? What the fuck? Oh, das ist natürlich... Das ging natürlich... Das ging schnell. Auf der Spur. Naja, das möchte ich nicht machen. Zombie hier. Nee, das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Fang die Räuber. Ja, von mir aus. Hallo, fahren? Die Frage ist bloß, wie fange ich die? Muss ich gegen die fahren, oder? Oh, ich häng fest! Wow. Das haben wir schon. Den Dr. Wu haben wir schon. Och, Minno. Fang die Räuber. Ja, nochmal. Juhu. Wir probieren es nochmal. Megafon. Aha. Jetzt ist die Frage, wo die hinfahren. Fahren die? Die fahren nach Süden. Oh oh. Fahren die schon aus der Map raus? Ich hoffe nicht. Das sieht mir nämlich so aus. Nee, okay, gut. Juhu! Damit kriege ich bestimmt das große Gefängnis hier. Data, Luxus-Polizeirevier. Was habt ihr jetzt? Ist doch alles gut. Was habt ihr? Wieso wohnt ihr eigentlich immer da, wo Stau ist? Das ist nicht mein Problem. Mein Gott. Aber liebe Freunde, ich mache hier kurz auf Pause. So. Das ist die Gesamtübersicht von unserem Projekt SimCity 4 Good Old Times. Wir haben es bis auf fast 12.000 Einwohner geschafft. Wir haben 338.000 Simoleons übrig. Ich finde, der Aufbau der Stadt ist
recht gut gelungen. Am liebsten würde ich in die Richtung dann später auch noch eine Autobahn führen. Einfach mal so ein Feld mit Agrar down machen, damit wir ein bisschen Verkehr auf die Strecke bringen. Aber wie gesagt, das war das Projekt Good Old Times. Wenn es euch gefallen hat, dann, wie gesagt, in der letzten Folge und auch in dieser Folge einfach abstimmen mit einem Daumen nach oben, dass dieses Projekt weitergeführt werden soll, oder einen Daumen nach unten, falls ihr findet, das Projekt war der absolute Scheiß. Dann gibt es, wie gesagt, ab dem 1. Dezember, das heißt ab Samstag, ein neues Projekt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Natürlich, wenn ihr mit dem Daumen nach oben votet, dann werden wir, denke ich, diese Map weiterspielen, oder ich entscheide mich, eine neue Map aufzumachen. Werden wir dann sehen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis dahin. Ciao.